Du da bist. Finde ich auch. Oh, hey. Hey, na? Und was gibt's? Dein Lieblingsessen. Und einfach mal. Bereit für den großen Tag? Wie sehe ich eigentlich aus? Oh Gott, meine Haare. Ob die ein Interview wollen? Mama? Papa? Ich habe uns was gekocht. Sag deinem Vater, wenn jemand Therapie braucht, dann er. Sag deiner Mutter, ich ziehe ins Wohnmobil. Hab uns was gekocht. Jessie? Einen Moment bitte, sie kommt gleich. Jessie? Okay, ich will jetzt mal nicht so sein. Komm rein. Wir haben dich so vermisst. Mädels, 5 Minuten, dann ist vorbei mit Schminken. Wir müssen weitermachen, ne? Zeitplan ist eng. Oh, ihr seid so ein Traumpaar. John Betson Feisner zusammen. Hey, wer ist das? Wer? Ja, John Betson Feisner, das ist so ein total berühmter Schauspielcoach aus New York. Ja, und der ist gerade bei uns in der Schule. Ja. Er meint halt, dass ich voll das Potenzial habe. Ja. Wahrscheinlich gehe ich dann nächstes Semester nach New York. Was? Ist keine große Sache, echt. Hä? Du klar, ist voll cool. Hallo? Ja gut, doch, ist eine große Sache. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Ich habe ihr schon immer gesagt, dass sie was ganz Besonderes ist. War das gut so? Ich kann es auch noch mal machen. Chichi! Okay, Mädels. Das ist eure Chance. Oder ob ihr alles verkackt, okay? Seid ihr bereit? Habt ihr Bock, ja?
Komm her. Bereit? Aufgeregt? Alles klar, super. Und bitte. Toll. Toll gelaufen für einen Pinguin. Gut gelaufen ist sie nicht, oder? Ja, also so ganz toll war das jetzt nicht, aber vielleicht magst du noch mal deine Haare irgendwie hochmachen. Noch mal ein Profil irgendwie. Okay, frag mich mal, ob ich sie für ein gutes Model halte. Hältst du sie für ein gutes Model? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Nee. Ja, also du bist wirklich ein ganz tolles Mädchen, also wirklich zuckersüß. Aber kein Model, gar kein Model. Mm-mm. Tolles Mädchen, kein Model. Es tut mir echt leid, aber ich glaube, für heute hat es nicht gereicht. Aber vielleicht magst du nächstes Jahr einfach wiederkommen? Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Nicht unbedingt. Wir müssen weitermachen. Draußen stehen ein Haufen Mädels, die mir gleich in die Gurgel gehen. Komm, wir gehen, ja? Alles klar. Die haben doch keine Ahnung. Die haben dich nicht mal richtig angeguckt. Alles gut, ich hab alles unter Kontrolle. Carsten, warte. Was? Ich hab noch nie.
Zugbus verpasst. Oh nein! Ja, halb so wild. Ich kann nur noch heute Abend fahren. Oh, oder übermorgen. Oder übermorgen. Natürlich nehme ich mein Studium ernst. Ich meine, weißt du noch, als du mich zu den Zugangsprüfungen gefahren hast? Oder der Tag, an dem der Brief mit der Zusage kam? Ja. Ich bin jetzt da, wo ich immer hin wollte. As you long for intuition, as you have to learn the lesson twice. Have you ever been all messed up? Have you ever? You're the pin card. Und ich stand halt auf einmal ganz alleine da. Ich war davor noch nie richtig Single. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, man braucht keinen Freund, um glücklich zu sein. Kümmere dich um dich selbst und mach das, was dich glücklich macht. Und mach dein Glück nicht von irgendeiner Person abhängig. Und dadurch habe ich dann auch gelernt, mit mir alleine zu sein und alleine glücklich zu sein. Ich konnte dem einen oder anderen da draußen helfen, der eventuell in einer ähnlichen Situation steckt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ich bin jetzt Aufnahmeleiter hier. Leute, ich habe heute nicht so viel Zeit. Für ein bisschen Hinnemache. Ist der Hase schon bereit? Einmal mit Profis, ne? Er muss dauernd rumlaufen und keiner macht das, was er sagt. Und alles dauert viel zu lang. Und das finde ich schön. Ich kann immer schön böse gucken. Mach mal. Meinst du, ich soll es jetzt